Willkommen zurück zu Monkey Island 2. Ich habe länger nicht gespielt, deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, was ich machen wollte, aber ich hatte vor kurzem noch gesehen bei Nighthawk, dann haben wir den Hund, dann haben wir ein Ruder. Das sagt mir schon einiges, was ich machen muss. Habe ich denn. Ich habe auch den Jojo schon. Jetzt guck ich mal, bin ich auf der richtigen. Moment. Okay, ich muss auf die an. Nein, muss ich nicht. Ich muss gerade überlegen, welche Insel ich muss. Das ist immer so eine Geschichte für sich. Habe ich denn ein. Ich habe einen Gegenstand nicht im Laden gekauft. Oder finde ich den woanders? Also, da ist ein Haus. Da ist der Wasserfall. Ich habe. Okay, wir gehen mal dahin. Nee, der bringt uns nichts. Wir gehen mal zu Dreads Schiff. Where do you want to go? So, und wir gehen nach Booty? Ja. Dann gehen wir hier auf den Weg. So. Wenn ich mich nicht irre, ist das Kartenteil von Elaine gerade an der Klippe. Kann das. Schauen wir mal hier. Ja, da hängt's. Wir haben ja aber den Angler besiegt. Das heißt, wir haben eine Angelrute und können mit der Angel nach dem Kartenteil fischen. Wie auch immer Guybrush das so einfach hinkriegt, aber hey. Vogel, Möwe. Und da schnappt eine Möwe sich einfach unser Kartenteil. Und sie fliegt zu diesen Dang. komischen, dang, zu diesen komischen Baumhäusern. Das ist übrigens ein Rätsel, das musste man im Original Monkey Island 2 nur im schweren Schwierigkeitsgrad machen. Im leichten hat es gereicht, dass man im Haus der Gouverneurin das Kartenstück einsammelt. Und ich glaube, das war's. So. Toilettenhäuschen interessiert uns nicht. Okay, hier ist eine Planke und da ist ein Loch. Wir haben so ein Ruder dabei. Wir stecken mal also wir gehen jetzt auf die Planke. Na? So, jetzt. Wir gehen auf die Planke und wir gehen aufs Ruder. Autsch. Alles ist rot. Was ist denn jetzt los? Ouch! That really hurts. Ooh. Wait a minute. Something very strange is going on here. Do not attempt to adjust your set. Dad? Mom? What are Oh. you two doing here? We came looking for you. Where have you been? You came looking for me? But I thought you abandoned me. Why would we do that? We are such loving parents. Yes, you are. Yes, we are. So what do you two want? We have some information for you, son. Ja, Really? Information ist Great. gut. What is it? Well, we're going to give it to you in the form of a song. Oh, okay. Oh mein Gott. Okay, Guybrush wird. Die Melodie ist ein Originallied, was ganz bekannt ist. Let's spin those bones around. Wow, they're good. I gotta write this down. Ja, keine Ahnung, wer den Stift her hat, aber das Papier wissen wir. Connected to the hip bone.
to the lake bone. The hip bone connected to the leg bone. Yikes! Oh nein. What is it? What's wrong? Why did you leave me again? Boo! LeChuck! But I killed you! You didn't kill me, you little moron! I was already a ghost when you met me! You just destroyed my spiritual essence. A favor that I will now return. Nein, 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 nein. Wow. What a dream. Okay. Auch wenn es ein Traum war, auf dem Spuckepapier hängt der Text, steht der Text. So, wir nehmen mal das Ruder mit. Und verlassen diesen Baum, weil das bringt uns jetzt nichts. Dann gehen wir. Mir fehlt gerade ein Gegenstand. Where do you want to go? Gehen wir nach Skype. Ich bin gerade so ein bisschen im Überlegen. Mir fehlt eine Sache, glaube ich. Ich muss mal gucken, fragen, was ich da brauche. Den Sumpf werde ich im alten Stil mal durchschwimmen. Den Faden brauche ich nicht mehr. Oh, der Mojo stinkt hier. Asche zu leben, das hier. No thanks. I don't need it. Naja, ich brauche Asche zu leben, aber das Richtige. Back again, Mr. Threepwood. In dieses Glases. That jar I was looking at? I can't make you any of that potion without some ash. Ach ja. Subject's remains. Okay. Well, that's enough voodoo for me. Bye. So be it. Okay, dann hin und her überleg. Jawohl, passt. Es passt, dass ich auf Skype bin. Auf jeden Fall. Wir können jetzt wieder mehrere Sachen gleichzeitig machen. Das mag ich ja immer in dem Spiel, dass ich auf einer Insel mehrere Dinge erledigen kann. Hey, Geiber schwimmt einfach ohne zu paddeln. Nicht schlecht. Gut, dann müssen wir zu Wutik. Müssen wir nach Wutik. Weil auf den Friedhof, da wäre die Asche, die wir brauchen. Da kommen wir noch nicht weiter. Genau, hier. Ein Zimmermann. Wir geben dem Zimmermann mal unser Ruder. Excuse me, could you take a look at this? Looks like a massive fracture. You're gonna be using this? I better reinforce it for you. Here you go, boy. Steel shank, alloy splints, better than new. Das ging schnell. Und das Ruder sieht jetzt einfach, naja, aus. So, dann müssen wir noch ganz was Böses tun. Habe ich auch. Ja, ich habe alles. Wir haben eine gute polierte Säge. Und mit dieser guten polierten Säge bin ich ganz gemein. Oh. Ich wollte es auch ans Holzbein. Und weg ist das Holzbein. So, und der Doktor ist natürlich der Mr. Zimmermann. Warum auch immer jetzt er ein Holzbein hat in der Distanz. So, und jetzt kann ich mir hier den Hammer nehmen und Nägel nehmen. Und das war's auch schon, was ich hier brauche.
So, dann welche Insel in welcher Reihenfolge? Ja, ich muss nur noch... Ich muss jetzt nur nach Booty. Dann kann ich jetzt hier ein richtiger Arsch sein. Bei Stan... Ja. Bei Stan war ich schon mal. Well, well, well. I knew you'd come back. My customers always do. Seine Kunden. Ja. I'm looking for a good used coffin. Amazing. When you first walked in here, I said, now there's a guy who needs a good used coffin. There happens to be an excellent deal right behind you. So. Let's go take a look-see. Zeig mir den mal. Now this here is the Cadillac of coffins. Look at all that legroom. There's room in there for Long John Silver himself. Here, let me get in and show you. Yes, a man can really rest in peace and so, comfort schließen. With one of these. Sure, sure. Try out the lid operation. It's just as roomy closed. Can I show you anything else? Could you show me that coffin again? Alrighty. Why should a man's coffin be any smaller than his bunk at sea? So, und zack. Wie gesagt, wir sind Arsch. I hear you knocking up there. That's solid oak you're hearing. Yes, it sure is nice in here. Hey, I think the lid's stuck. Excuse me, friend. Could you see if the clasp is closed on this thing? Are you still out there? Hello? So. Und wie gesagt, wir sind so richtig Arsch im zu Stan. Das ist nicht schön, was wir da getan haben. Aber ja, irgendwie muss man ja auch an seinen Schlüssel kommen. Und der Schlüssel, der mit dem kann man Krypten öffnen oder eine Krypta, eine bestimmte. Und zwar ist die dann wiederum auf Scap. Da müssen wir dann wieder hin. Aber zuerst packen wir das Ruder in das Loch. Gehen da drauf, gehen da drauf, gehen da drauf. Nehmen die Planke, benutzen die Planke mit dem Loch, gehen auf die Planke, nehmen das Ruder, benutzen das Ruder mit dem Loch. I think I get the idea. Und zum Glück muss man das nicht öfter machen. So, wir sind jetzt in einem Baumhausdorf. Das erste, was wir machen, ist, wir nehmen das Teleskop mit. Wir brauchen das später. Und dann gehen wir mal hier in die Tür. Weil irgendwo muss ja dieser blöde Vogel sein. Da ist der blöde Vogel. Kann ich den drücken? Ja. No way. He looks like he bites. I don't want them all and I can't tell which one is Governor Marley's. So, wir wissen, dass wir einen Hund dabei haben, der gut ist darin, Sachen aufzuspüren, die Marley, die Elaine gehören. Also, it's crazy, but it just might work. Hello, little Guybrush. Good boy. Run along home now. Und ab aus dem Fenster. Now that's a good dog. Yeah, now I got two map sections. Ja, wir haben jetzt zwei Kartenteile und das gehört uns jetzt tatsächlich. Wir gehen wieder auf den Boden. Okay, lasst mich überlegen. Okay, wenn wir jetzt erst nach... Wenn wir zuerst nach Fat Island gehen, müssen wir einmal weniger reisen, glaube ich. Deswegen machen wir jetzt erst Fat Island fertig. Auch da haben wir jetzt alles. LeChuck, Sir, I just wanted to report that we have finished building the new torture chamber you requested. Very good. Do you have anything else to report? No. Well, no. There is one other small little thing. I assume this has to do with Guybrush's capture? Well, sort of. Sort of. You've allowed him to find the second map piece, haven't you? You fool! You ought to ready your ship and sail after him yourself. Find him or die.
Okay. Das heißt, jetzt ist auch noch der gute Lago Lagran hinter uns her. Das schauen wir uns jetzt nicht an. Es wäre eigentlich ganz interessant, Fat Island zum Schluss zu machen, um zu sehen, wie das groß das Poster werden kann. Aber für das interessiere ich mich schon nicht mehr für das Poster. Ich interessiere mich jetzt für die Kappenteile. Wir gehen zum Wasserfall. Ja, und das ist ein Rätsel, was jetzt kommt. Das ist leider ein bisschen doof für Deutschsprachige. Wir gehen mal hoch auf den Weg. Ich glaube, der Autokommentar sagt es auch aus. Und zwar, um so eine Pumpe zu bedienen... What's this doing in a pirate game? Um so eine Pumpe zu bedienen, braucht man ja eine Wasserpumpenzange, die im Englischen Monkey Wrench heißt. So, wenn man also auf die Idee kommt, dass man einen hypnotisierten Affen hat, also einen Monkey, und den als Wrench zu verwenden... Ja... Da muss man halt als Deutscher, kann man eigentlich nicht drauf kommen. Das ist so das Problem. So, dafür ist jetzt der Wasserfall aus und wir können hier in dieses Loch. Ich kann die Lösung zu diesem Rätsel tatsächlich nur dank einer Komplettlösung. Ich muss es offen zugeben. Auf dem leichten Schwierigkeitsgrad hatte ich das Spiel häufiger durchgespielt. Dann habe ich eine Komplettlösung bekommen und dann habe ich auch mal den schweren Schwierigkeitsgrad gemacht. Und da musste ich dieses Rätsel nachschauen. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Hier ist noch ein Loch. Was ist das denn für ein Loch? I'm too short. Was ist das für ein Loch? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal zum Häuschen hoch. Viel wichtiger. So, und jetzt klopfen wir mal an die Tür. Ne, wir gehen einfach rein. Yes, what do you want? So, I'm looking for a map. I knew it. Look, kid, I'm sick of you would-be treasure hunters coming over here. I just inherited this house 2 months ago, and every single day, all I've heard is rap, tap, tap. Do you have a treasure here? Why can't you people just go away and leave a retired pirate in peace? I won't touch anything. No. Okay. Please. I said no. Pretty please. Leave me alone. Okay, wie lange kann man das durchziehen? All I want to do is come in for a minute. I'm tired of being hassled. I'm Guybrush Threepwood. Halt prepare to die. So. You want a sword fight, do you? Sword fighting's for wimps, weenies and sissies. Giving up so easily? Wow, this game's a cinch. I have a better way to solve a dispute. Real pirates solve their differences with a drinking contest. Drinking contest? Come on in. I'll get us set up. This is my special grog. It's just for contests. Twice the alcohol. Twice the calories. I hate having to waste it. Here's your drink. From what I'm told, nobody can drink the special contest grog without feeling faint. Looks like an awful lot of grog. Wir benutzen den mal in den... Kippen den mal in den Baum. Und jetzt beinahe Grog. All gone. Are you sure you don't want to back out? No thanks. I'll be fine. So, wir haben jetzt beinahe Grog da drin stattdessen. Das ist ein Trick. Niemand kann den trinken. Ja, ich trinke als erstes. Now it's your turn. Und auch er kann ihn nicht trinken. So, dann legen wir mal einen Spiegel in den Spiegelrahmen, weil das sieht echt schlecht aus. Und öffnen das
Fenster. Ich öffne mal beide. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Okay, das war das Richtige. So, und dann wird das Teleskop mit der Statue verwendet. Es leuchtet ins Fenster, es leuchtet an den Spiegel und an die Wand. So, und wenn ich jetzt hier reingehe und auf die Falltür stehe, dann ist jetzt hier tatsächlich eine dunkle Stelle. Und wenn ich da dagegen drücke, fällt Guybrush nach unten. Und hier liegt ein Skelett in deiner Badewanne. Looks like he died while taking a bath. Ja, wie im Buch stand, er starb, als er ein Bad in einem Krug nehmen wollte. So, und jetzt aus dem Loch komme ich plötzlich raus. Warum auch nicht? So, jetzt will ich eigentlich gleich die Insel verlassen, aber ich muss durch die Höhle laufen. So, wir haben 3 von 4. Und wir haben noch 9 Minuten Aufnahmezeit. Mal sehen, wie weit wir noch kommen. Ob wir vielleicht sogar das 4. auch gleich kriegen. Ich meine, ich weiß ja, wo es lang geht. Das ist so der Vorteil. So, auf zu Dreads Schiff. Ich fühle irgendwie, ich habe Mitleid mit... Bisschen Mitleid mit Stan, aber irgendwie auch nicht, weil Stan ist ein Arsch. Deep within LeChuck's fortress, bla 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 bla. Bla 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 bla. Largo. Yeah. You called for me? Is it true that Guybrush Threepwood has found the 3rd piece of the map to Big Whoop? Ah, yes, sir. I was about... Why did you not come and tell me yourself? Well... I was trying to confirm that he really... Largo, you have been my trusted henchman for many years, but I won't hesitate to drag your entrails from behind my ship if you do not bring me Guybrush before he finds that treasure! Eine eklige Vorstellung. Okay, wir gehen gleich wieder auf den Weg. Wir gehen zum Friedhof. Denn, wie gesagt, wir haben ja einen Schlüssel für Grüfte oder für eine Gruft, wie auch immer. Und ich glaube, es war die hier. Weil die andere ist ja eingezäunt und die hat keine Tür. So, jetzt haben wir hier mehrere Särge. Jetzt schauen wir uns die mal an. It's inscribed with a quote. Violets are blue, roses falsch. Are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Mouthwash. Falsch. Stinking mouthwash. Wir haben ja das Buch der Zitate gelesen. Da sind wir richtig. So, wir haben hier Asche. Davon nehmen wir mit. Weil, wie wir ja wissen, brauchen wir Asche für Asche zu leben. Dann auf zu... der Voodoo Lady. Aber das Asche zu leben ist dann schon ein bisschen umständlich, weil man damit ja nur... damit kann man ja nur Leute wiederbeleben, deren Asche man hat. Und man kann Asche zu leben auch nur für eine Person verwenden. Das finde ich schon ein bisschen blöd. Und was macht man... Oh ja, jetzt kommt's. Was macht man, wenn man eine... wenn zum Beispiel ein Haus abgebrannt ist und da Asche von mehreren Leuten drin ist. Back again, Mr. Threepwood? Yep. Hey, I've got some ashes for that potion. Bring them to me. Now, there's only one small problem. I forgot the recipe. What? Ah, nein. It's been a long time. I don't have that cookbook anymore. What a drag. Also doch. Ich dachte, ich hätte schon alles, aber ans Voodoo-Kochbuch habe ich da nicht mehr gedacht. Gut, dann müssen wir halt doch nochmal reisen. Diese Reise hatte ich vergessen. Hätte ich gewusst, dass ich das Kochbuch brauche, hätte ich es natürlich irgendwann mal in der Bücherei mit ausgeliehen. Weil wenn man so überlegt, wir brauchen die berühmten Zitate... Wir brauchen das Voodoo-Kochbuch und wir brauchen ein beliebiges Buch. Where do you want to go? Nee, wir brauchen... Stimmt gar nicht.
wir brauchen, das Zitatebuch hat Mr. Fett. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur ein beliebiges Buch und das Voodoo-Kochbuch. Laster, Geigen, Viren, Sehvermögen, Vulkane, Voodoos, hier Rezepten. R. Romantik. Rezepte. The Joy of Hex. I'll have to remember that. I've had it with this card catalog. So. Der guten Frau können wir jetzt die Zitate zurückgeben. Und die großen Schiffswracks. Ach, das habe ich vergessen, ja. Thank you. Einmal. Thank you. Zweimal. Pardon me, miss. What do you want this time? I'm looking for a book. What book are you looking for? Could you find The Joy of Hex? Grins. Okay, here you go. Anything else? Nope. I won't be needing any more books just now. Please put the lens back in the lighthouse. Habe ich die Linse noch dabei? Nope. Kann man... Oh, nice. Okay, ich kann das Teleskop nicht öffnen. Das ging ja in Monkey Island 1, das Teleskop zu öffnen. Dann hat man eine Linse bekommen, dann hätte ich die in den Leuchtturm stecken können. Where do you want to go? Gut, dann zurück nach Scap. Warum man auch immer nach Scap Town kommt. Aber den Weg hätten wir uns echt sparen können. Okay, was man braucht, eigentlich Schiffswracks hätte gereicht als Buch. Man hätte Schiffswracks leihen können, das Lesen, sich die Koordinaten merken, dann bei Fett austauschen gegen Zitate und dann eben noch das Kochbuch. Jetzt muss man mal überlegen, was wäre gewesen, wenn man das Kochbuch benutzt hätte, um Fett die Zitate abzunehmen. Hätte man dann nochmal tauschen müssen? I got a book of voodoo recipes for you. Good. How many crab scalps does it say to use? 13. Good. That's just what I thought when I whipped up this experimental batch. Thanks. Remember, just a dab will do ya. Okay. Wir haben Asche zu leben. Ich finde es schön, dass wenn man schnell klickt, dass Skybrush dann nur schwebt und nicht rudert. Wobei er rudert ja nicht, das ist eher wie bei so einer Gondel, dass er sich vorstochert. Okay, dann zurück zum Friedhof. Die Sequenz habe ich noch nie gesehen im Neumodischen, glaube ich. Doch, habe ich. Ich habe ja das Spiel schon mal im Neumodischen durchgespielt. Der Szenenwechsel so lange dauert. Okay, wir benutzen unser Asche zu leben. Auf die Asche. Das war ein bisschen, ich weiß ja nicht. Blub, blub. Mit Klamotten. Phew, that was a close one. If I didn't have my flame-resistant apron on, I would have been killed. You were killed, Rap. What? You're the prep cook at the Pearly Gates. I'm dead. Green is your old pickle relish. But I'm not ready to die. I feel my soul is not at peace. There is something I must do before I pass on. Pass along your part of the map to Big Whoop? No.
I just have this nagging feeling that I left the gas on in my restaurant. It's driving me crazy. I'll check the gas for you, Rap. Thanks. Here's the key. Mensch, Rap. Und weg ist er wieder. Und deswegen findet er keine Ruhe. Naja. So, den Leuchtturm haben wir ganz am Anfang vom Spiel. Ganz am Anfang. Erste Szene haben wir den gesehen. So, und zwar ist hier der Turm von Rapscallion. Steaming Weenies. So, Tür ist offen. Benutze Regler. Gas ist aus. Das heißt, er hat das Gas an. So, und damit beende ich die Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.